Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu World of Warships, meinem aktuell Lieblings-Favorite-Game, wenn ich mal einfach ein bisschen drauf rumballern will, wobei es manchmal auch sehr frustrierend ist. Und heute ist Weihnachtszeit, also es ist generell Weihnachtszeit und ich habe mir gedacht, scheiß drauf, wir geben wieder Geld aus. Dafür werden wir uns 20 Container Mega-Weihnachtsgeschenk snacken. Natürlich nicht so billig, aber was ist schon billig und was ist schon umsonst im Leben? Nichts. Normalerweise würde ich ja wie immer davon abraten, vor allem, das ist sehr unwahrscheinlich, dass man Stufe 10 Schiffe erhält. Stufe 8 und 9 ist schon eher und sehr wahrscheinlich Stufe 5 bis 7 Schiff. Also nicht ganz so gut wie die Black Friday Pakete, denke ich persönlich. Aber ja, basically eine Chance, im Großen und Ganzen alle 6 Kisten ein Schiff zu bekommen. Und ich übertreibe ja auch nicht. Ich mache halt einfach mal 20 von diesen Containern auf und dann soll es auch gewesen sein, weil zu viel will ich da auch nicht reinschieben. Muss ich aber erstmal die anderen... Oh, ich habe sogar 2 extra bekommen irgendwoher. Wir machen jetzt erstmal die ganzen anderen auf. Gucken, was da so drin steckt. Das war noch eine normale große Geschenke. Digga, ich habe einfach eine Stufe... Okay. Ein Stufe 10. Ich habe die Immelmann. Die kostet original. Ich gucke. Na, wir gucken gleich mal. Großes Weihnachtsgeschenk. Erhält zu. Ich habe einfach ein Schiff mit 0,5%iger Wahrscheinlichkeit bekommen. Die Immelmann. 0,5%iger Wahrscheinlichkeit, dass wir das Schiff bekommen. Digga. 10% Wahrscheinlichkeit, überhaupt ein Schiff zu bekommen. Nee, warte mal, nee, nicht mal das. Ich bin komplett überfordert. Ich glaube, das wird schon... Nee, das war schon das. Doch, großes Weihnachtsgeschenk. Doch, das müsste schon das gewesen sein, oder? Okay, auf alle Fälle sehr lucky. Sehr, sehr lucky, muss man wirklich sagen. Und ein Hafen auch noch. Also ein Hafen stirbt. Okay, krass. Krass, Alter. Boah. Kann ich irgendwo meine Historie nochmal ansehen, was wir gezogen haben? Oder ich bin gerade... ich bin gerade echt krass. Die Immelmann einfach. Stufe 10 Schiff mit Stufe 10 Kapitän. Jetzt mal kurz in die Waffenkammer gucken. Da müsste die Immelmann nämlich noch irgendwo gelistet sein eigentlich, oder? Die kostet... Ach, Kohle. 264.000 Kohle... Aber die hat auch mal Dublonos gekostet. Warte mal, da muss ich, glaube ich, mal in den Premium-Shop kurz schauen. Premium-Laden war die Immelmann lange drinne. Schiffe. Mal gucken, ob die noch drinne steckt. Also nicht mehr direkt. Aber sehr lucky auf alle Fälle. Also schon mal ungewollt. Was, schon wieder 22 Container? Hä? Achso, wir haben mal... Okay, pass auf. Beginnen. Freunde, wir beginnen. Okay, Müll. Trash. 20 mal Trash. Nicht gut. 20 mal Free XP brauche ich nicht. Und noch mehr Trash. Noch mehr Free XP. Trash. Fucking Trash. Oh, noch mehr Trash. Schiffs-EP. Brauche ich nicht. Ich habe, ehrlich gesagt, so viel. Ich habe relativ viel Free XP eigentlich in der Zwischenzeit mir angesammelt. 12.500 Kohle. Da gehen sie in die ersten 6 Container. Wir hatten echt mega Luck mit dem ersten und jetzt kommt nichts mehr. 7, oh, okay, wobei, Kreditpunkte 320%. Das ist okay. Tatsächlich. Aber jetzt kommt gar nichts mehr. 16% Schiffswahrscheinlichkeit. Kapitäns-EP brauche ich auch nicht. Und da ist ein Schiff und das ist die Genova. Stufe 5. Italiener. Kann man mal haben, muss man nicht haben. Rein rechnerisch müsste ich eigentlich 4 Schiffe rausbekommen hier aus den Dingern, wo ich jetzt hier hatte. 5 Schiffe vielleicht sogar. Nee, 4 Schiffe. Um die 4 Schiffe. Aber eins haben wir ja schon. Ansonsten Kapitäns-EP. 100.000 Kapitäns-Elite-EP, das ist ganz gut. Ich glaube, ich habe mein komplettes Glück mit der Immelmann schon aufgebraucht. Was gibt es hier? Treibstoff. Flaggen. Neujahrshimmel. Boah, jetzt haben wir noch 10 Container. Ah, Leute, gebt mir jetzt Schiffe, Mann. Okay, wir haben wirklich kein Glück. Mehr, muss ich sagen. Oh, was ist ein Tresor? 2500 Dublonen. Ja. Hätten wir lieber ein Stufe 10 Schiff genommen, wären wir lieber gewesen. Oh,
Die Rio de Janeiro. Die Rio de Janeiro haben wir noch bekommen. Nächste Stufe 5 Schiff. Ist nicht so viel besser. Und wieder zwei. Ah, das ist gut. Credits sind gut. Credits kann man immer brauchen. Die nehme ich gerne an. 100.000 Kapitäns-EP wieder. Und die letzten drei Container. Und die Saipan. Also heute ist Tag der Flugzeugträger. Ich spiele eigentlich gar keinen Flugzeugträger mehr. Früher habe ich es immer gespielt, aber jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich nicht mehr so wirklich. Deswegen, dass ich da gleich zwei Flugzeugträger bekomme. Ah, und nochmal Duplonen. Also 5.000 Duplonen haben wir bekommen. Jede Menge Credits. Und vier Schiffe waren es jetzt am Ende mit der Immelmann. Die Immelmann, dann die Saipan, was auch immer das Ding heißt. Die werde ich mir natürlich alle mal nach und nach anschauen. Und dann haben wir noch die zwei Fünfer-Schiffchen bekommen. Zum einen eben die Genova. Natürlich auch ein ganz hübsches Schiffchen. Und die Rio de Janeiro. Muss gestehen, bin mir nicht sicher, wie das Ding ist. Schaut auf alle Fälle sehr interessant aus. Ich glaube, der größte Fang ist natürlich ganz klar, denke ich mal, die Immelmann ist nicht das beste Schiffchen auf dem Meer. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein Premium-Schiff, der auf Stufe 10. Das bedeutet auch automatisch, dass wir mehr Punkte bekommen, dadurch, dass wir diesen Bonuspaketchen Immelmann mit drin haben, der auch nochmal ein paar tausend Duplonen kostet. Allein Stufe 9 kostet ja schon 3.800, wahrscheinlich Stufe 10 irgendwo 5.000, 6.000 kosten oder so, das Gold-Upgrader. Von daher ist es ja auch schon mal ganz cool. Und ist auch immer gut, um nochmal einfach ein bisschen Credits zu farmen. Günther Beckhauer, nicht zu verwechseln mit Günther Beckenbauer. Verbesserte Motoren, da gibt es nochmal mehr Leben. Können halt nicht komplett, doch, wir können einmal komplett skillen. Flugzeug-TP-Erhöhung für jede Schiffsstufe, das ist natürlich auch nicht so schlecht für uns gerade. Und Verringerung des Schadens. Torpedoschutznegierung. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt trotzdem das Ding mal an nebenbei, wenn ich das schon ziehe. Schauen wir mal, das ist ein reine Stufe 10 Match. Vier DDs auf beiden Seiten der Immelmann. Und wir haben nur Torpedos und nur Springbomber. Hab übrigens keine Upgrades drin, ne? Muss ich auch mal dazu sagen. Die wahrscheinlich eher so versuchen, ein bisschen zu scouten. Was fürs Team machen quasi. Schauen wir mal das erste Ziel an. Eine Yamato. Habe ja ewig auch keine Flugzeugträger mehr gespielt. Kenne mich auch null aus. Schauen wir mal. Vielleicht ein bisschen mehr vorziehen müssen. Aber wir nehmen das, was wir kriegen können gerade. Okay, zwei Treffer. Na, alle vier haben sogar getroffen. Sehr schön. Hätte ich jetzt so ehrlich gesagt nicht gedacht. Haben scheinbar doch eine relativ hohe Geschwindigkeit. So, ihr beide droppt nochmal und dann back to the ship. Rein mit den Torpedos. Und dann gehen wir mal ganz nach rechts. Das scheint so ein bisschen, da haben wir wahrscheinlich eher Probleme noch ein bisschen. Gut, ersten 15k Damage sind drinne. Pro Torpi dann quasi nicht so viel Schaden trotz allem. Bombenschaden 1100 Max. HI. HI. Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Ah, das sind diese Springdinger oder was? Die sind voll cool. Ja, sie können wie ein flacher. Ja, die sind cool. Die fucken mich immer so hart ab, wenn ich gegen die spiele, Alter. Da raste ich immer richtig aus. Bin ich immer richtig trigger-happy, Mann. Boah, bin ich immer aggro, wenn ich gegen die Dinger spiele. Boah! Ja, gut. Das ist natürlich interessant. Weil ich eigentlich nicht gegen die DS ausgehe. Genau. Also die Ds, die fliegen einmal unten durch und dann ciao. Dann gib ihm. Schau, was da ist. Eine Smolensk. Hat das eigentlich einen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel näher ranfliege oder so? Auch kein Hit. Warte mal, spiele ich die falsch? Geh mal weg. Spiele ich die falsch? Also die sind an sich cool, denke ich mal, wenn man versteht, wie sie funktionieren. Ich verstehe es aktuell einfach nicht. Bin wieder zu blöd dafür. Und jetzt gucken, dass wir die Huyang, Yuyang, Jujing da aufmachen. Die wird aktuell auch schön beschossen. Die ist jetzt sicherlich gleich tot. Die muss ich gar nicht drauf schießen. Das Wichtigste ist einfach nur, dass wir die jetzt hier offen halten. Die schießt aber auch ganz fleißig. Deswegen denke ich... Oh, fuck. Da kriegt die Montana gerade auf die Schnauze. Der droppt irgendwas für U-Boote. Keiner weiß was. Der hat unsere Dings zerstört. Unsere... Oh, das ist aber gar nicht so gut. Ich großkotze gerade noch so, ja, das ist easy.
den kriegen wir tot. Und jetzt läuft das hier gerade alles gar nicht mehr so gut. Droppen die jetzt einfach mal. Lief jetzt eh nicht so gut mit dem Droppen lassen. Ah! Ist echt ausgewichen. Pupskissen. Naja, komm. Nächster Versuch. Wird schon schief gehen. Ja, genau, das dachte ich mir. Schauen wir mal. Du gehst jetzt wieder hoch. Da kam mir auch was durchgetuckert. Torpedo-Steuerbord, das ist halt das Leben. Das kann man sich nicht aussuchen. Das kann man sich halt nicht aussuchen, ne? Das ist nur die Frage, hat der jetzt einfach random mal seine Torpis irgendwo hingeschossen oder ging die gezielt auf mich? Das ist halt die Frage, die man sich wieder stellen darf. Zwei Torpedo-Hits, nichts Großes. Also Damage ist echt nicht prickelnd. Muss man wirklich sagen, Damage könnte echt besser sein. Und ich versuche immer noch herauszufinden, wie ich am besten mit diesen Springdingern da funktioniere. Schießt natürlich die Preußen auf mich. Da hat natürlich auch wieder einen schlechten Tag gehabt heute Nacht. Gehen wir auf die Des Moines. Der steht da relativ lecker, auch für unsere Republikü. Kann ich die jetzt hier werfen? Keine Ahnung, schauen wir mal. Ich muss ja herausfinden, wie die funktionieren langfristig. Das okay, auch nicht getroffen. Schauen wir mal. Der geht runter. Okay, da haben wir mal einen Hit gelandet. Haben auch gleich angezündet. Also scheinbar eigentlich nur so wirklich gegen Schlachtschiffe effizient. Oh, die Republik. Oh, Republika. Oh. Fährt der? Nee. Ah, schwierig. Mach mal kurz Heal mit rein. Das Coole an dem Heal ist, Digga, das ist voll scheiße, was du machst, Alter. Muss ich schon mal sagen. Wir sind zu schlecht abgeworfen worden. Aber ich hatte jetzt gerade keine große andere Möglichkeit mehr, muss ich gestehen. Okay, ein Hit war dabei, aber es war jetzt halt echt nicht the yellow from the egg, sage ich jetzt einfach mal. Die Des Moines. Warte mal, wenn ich das jetzt klug anstelle, könnte ich sogar beide treffen. Okay. Und wir werden uns jetzt hier einmal kurz dort hinten hin verpissen. So, eine ist kaputt und der andere geht mir aus dem Weg. Toll. Bin ich ja nicht so nett, was die mit mir machen. Okay. Ich glaube, dass die Dinger, wo die auf... Das sind die, die... Ah, jetzt hat. Ich verstehe. Das sind die Einschlagdinger. Ich muss den quasi in diesem Einschlagbereich treffen. Die grünen Linien sind die Dinger, wo er einschlägt. Also die Linien. Verstehe. Ich habe wirklich noch nie mit diesen Dingern gearbeitet. Das ist mein erstes Mal gerade. Okay. Back home. Ich habe auch nicht mehr viel, leider. Nur ein Hit? Digga, was? Und ich mache übrigens gerade der Preußen den großen Gefallen. Ich fahre gerade direkt in ihn rein. Weil ich auch nicht so schlau ist. Mal kurz vielleicht doch eher rückwärts fahren. Vielleicht doch etwas klüger. Nicht so cool. Wir haben auch schon unerfreulicherweise doch ein paar Schiffe verloren. Das ist eine Shimakaze. Der macht mich natürlich auf, der Hund. Okay, dann würde ich mal sagen, zack. Ist ausgewichen. Schwierig. Die Shimakaze schießt jetzt natürlich auch schon freudig auf uns. Ja, die Preußen dreht ab. Jetzt werde ich noch von anderen Sachen beschossen. Als ob ich hier der Einzige bin. Ja, gefühlt schon gerade. Muss ja schon sagen, ich bin auch wirklich gefühlt gerade der Einzige. Ah, da brennt er. Und sogar drei Hits gelandet. Sehr schön. Die Preußen wird weinen. Gucken wir, ob wir auch die Yamato noch zum Weinen bekommen. Oh, ich habe die falschen gestartet, by the way. Den wollte ich gar nicht starten. So, Achtung. Und tschüss. Die wollte ich ja nicht starten. Aber doch zweimal angezündet. Ah, jetzt komme ich eher dahinter. Schau, wenn man dann irgendwann mal doch das System raus hat.
Dann wird es wieder ein bisschen entspannter. Schauen wir mal, dass wir der Preußen auf alle Fälle noch ein paar Torpis reinhauen. Der soll leiden. Und seine gesamte Familie mit ihm. So, pass auf, du fährst da aus weiter. Ja, ja. Der heult rum. Weil ich mich versuche hier zu verteidigen. Erstmal schreiben. Hier ist crying Kuss. Ah ne, schreibt da nichts dazu. Einfach nichts schreiben. Und? Ah, sogar noch einen gekillt. Also für meine erste Runde gar nicht so schlecht eigentlich, wie ich finde. Ich bin kaputt. Aber den werfen wir noch kurz irgendwo hin. Und wenn wir Glück haben... Ne, haben wir nicht. Okay. Ja. Trotz allem, die Immelmann ist ein ganz lustiges Schiff. Denke mal, wenn ich dann mal die... Wir haben ja keine Upgrades. Denke, wenn man mal Upgrades und Signale mit anbringt. Was gibt's denn da so alles? Achso, ist ja im Gefecht aktuell. Okay, aber wir haben hier gut natürlich Luftgruppenmodifikationen, Flugzeugmotormodifikationen. Dann haben wir natürlich noch Torpedomodifikationen mit drinne. Da kann man schon noch mal einige Upgrades mit reinschrauben, wenn man das wollen würde. Aber trotz allem, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ein bisschen suchten. Gucken, dass ich vielleicht ein paar coole Games zusammenbekomme, die ich dann als Replay mal wieder zeigen kann. Ansonsten wünsche ich euch eigentlich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und rein. Ciao.